Hallo Leute, weiter geht's bei Paper Mario. Und wie ihr seht, haben wir da die liebliche Peach. Hallo Prinzessin Peach. Bombett. Möchtest du dieser Prinzessin Peach, Zwinker, Zwinker, nicht mal Hallo sagen? Aber gerne doch. Das halte ich von dir. Was? Au, bitte nicht, kannst du nur. Oh Mario, du bist gekommen, um mich zu retten. Ich bin ja so dankbar. Oh, ich habe einfach den passenden Moment abgewartet und bin davon gelaufen. Du musst gar nicht mehr gegen ihn kämpfen, weil ich mich ja schon in Sicherheit befinde. Verstehst du? Kein Grund zu kämpfen. Mädchen, lass uns schnell nach Hause gehen. Ich werde dir folgen. Ach ja? Tatsache, sie folgt mir. Ha! Aber sie bleibt... Was? Sie bleibt immer mehr zurück. Hey! Hey! Musst du mich verarschen? Au! Soll der Scheiß? Au! Sie folgt mir also, okay? Bis ich sie nicht mehr sehen kann. Was soll denn das? Die verarscht mich. Was muss ich da... Aha! Ach, das muss ich erreichen. Alles klar. Als ob Mario so dumm wäre. Hey. Oh, was? Stimmt das nicht, Mario? Ein verdächtiger Kerl? Ich habe nichts gesehen. Das hast du dir nur eingebildet. Wie? Du bist was? Möchtest du die Leute im Pilzpalast retten? Wen kümmern die schon? Jetzt verdammt nochmal. Autsch! Ich werde dich bei König Bowser verpetzen, dass du so gemein zu mir bist. Nein, aufhören, bitte nicht! Helf mir, König Bowser! Bombett, mach's platt! Ich sagte, hör auf damit! Aha. Ah, Mist! Ich frage mich, wie du meine Verkleidung geschaut hast, die war perfekt! Tja, da kann ich ja nun nichts mehr dagegen tun. Dann muss ich dich eben ordentlich verprügeln. Das will ich ja sehen. Ja, wärst du einfach mit Mario mit nach Hause gekommen und hättest ein paar unschöne Dinge vielleicht über dich ergehen lassen? Ja, dann wäre der Schwindel vielleicht nicht unbedingt aufgefallen, versteht ihr? Ihr verkackten Viecher. Aber so? Nee. Ich habe das Erdbeben nicht mehr. Wie viel haltet ihr aus, bitte? Oh shit, jetzt werden alle zu Bombett. Oh shit, Bombett. Ha! Damit habe ich gerechnet. Damit auch. Okay, Bombett. Ich hoffe mal, dass du die erledigen kannst. Okay, die Bombettes sind schon mal weg. Das ist sehr gut. Ich hoffe, das reicht jetzt auch. Ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt langsam ein bisschen aufpassen muss, wie viel BP ich verschwende. Deswegen, ja, vorsichtig sein. Bombett, möchtest du? Meinetwegen. Bitte sehr. So. Das gibt nicht mal Sternenpunkte. Okay, interessant. Auch keine Münzen und sonst auch nichts. Na schön. Oh nein. Bleh, wie in aller Welt bist du so weit in die Feste vorgedrungen. Ich gratuliere. Aber ich fürchte, das ist das Ende des Abenteuers. Meine Abwehr ist viel besser als die des anderen Wachturs. Deine Glückssterne ist genau hier zu Ende. Kommt, Jungs! Oh, die Koopa-Brüder! Jetzt kommen die Koopa-Brüder, yo! Ich wette, du hättest nicht gedacht, uns doch mal wieder zu sehen, Mario, ey! Du weißt doch noch, wer wir sind, oder? Ja, ich bin mal freundlich, ja, weiß ich. Ja, so ist es, Mann! Wir sind cool, um vergessen zu werden! Wir sind ein bleibender Eindruck, weißt du, Mann? Jetzt werden sie dich so richtig kurz und klein schlagen. Na, möchtest du dann lieber abhauen, Wurm? Ich sag dir was, wenn du sie schlägst, darf du passieren. Natürlich hast du keine Chance, aber du kannst es zumindest mal versuchen. Ey, glaub ja nicht, wir hätten nichts dazugelernt, Mann. Unsere Kraft übersteigt deine schlimmsten Albträume. Nachdem du uns verprügelt hast, haben wir eine neue Technik erlernt und jeden Tag fleißig trainiert, yo. Wir sind nicht einfach nur die Koopa-Brüder, Mann. Wir sind die super, ultra, hyper, giga, hippen, krassen, fetten, bonzo, schlonzo, fantastic, bombastic Koopa-Brüder. Ja, Mann.
Pass auf, wie cool wir sein können. Wie? Wer kommt jetzt? Hab ich dich, Mario! Junior Trooper, was zur Hölle? Hat er gerade die Koopa-Brüder gewonnen-hittet? Endlich, jetzt gehörst du mir! Es war ein regelrechter Krampf, dich zu finden, weißt du? Aber heute, nach so langer Zeit, werde ich meine offene Rechnung mit dir begleichen. Oh. Okay, der Kleine will spielen. Er steht dir bevor, Mario, unser letzter Kampf. Nur einer von uns beiden wird das Kampffeld wieder verlassen. Ja, ich meine, okay. Ist gut, ich meine, boah. Ich sollte ihn vielleicht scannen. Okay, er hat Verteidigung. Er hat Verteidigung. So viel ist schon mal klar. Bombett? Ich würde sagen, nee, das machen wir anders. Ich würde sagen, wir machen das anders. Wenn er Verteidigung hat, versuchen wir es mit Watt. Elektrohieb. Mal sehen, wie viel Damage das macht. 5. Damit kann ich leben. Autsch, 8. Was zur Hölle. Anti-V-Hieb. Komm schon. Bam! 6. Gut. Und Elektrohieb. Damit machen wir Damage. Und der Kleine macht halt auch ultra viel Damage. Das ist ein bisschen ein Problem. Sie. Verarschen. Himmelskuss. Erstmal 20 KP regenerieren. Das ist immer gut. Hehe. Hallo Mario. Sehr schön. Und Watt. Wir versuchen mal ihn zu... Ja, nee, wir machen lieber Damage. Paralysieren funktioniert meistens eh nicht bei Bossgegnern. Deswegen, ne. Verdammt! Okay, dann kostet er hiervon. Ultimative Kraft! Oh, er ist wieder so. Er ist wieder so. Aber ich kann auf ihn hüpfen. Stacheln machen wir ja nichts aus. Kein Problem. Sonst hätten wir ein Problem. Dann müssen wir mit Paracarry oder halt mit Watt angreifen. Genau wie jetzt. Watt, würdest du bitte mal kurz? Danke. Bringt dir gar nichts, Junior Trooper, gar nichts. Oh, was? Oh, nein. Jetzt reicht's aber dann mal langsam hier, ne? Jetzt reicht's aber langsam mal hier. Du machst mir ein bisschen zu viel Damage, weißt du das? Ich glaube, dann hätte ich lieber gegen die Koopa-Brüder gekämpft. Die waren lange nicht so heftig wie du. Elektrohieb, nochmal. Immer 5 Damage, das ist gut. Mist! Okay, vielleicht etwas anderes. Wie wär's damit? Du bist noch immer gut drauf. Oh Gott. Oh, 8. Ach du Scheiße. Hör auf damit. Wir machen jetzt in dieser Runde den Anti-V-Hieb. Bam. 6. Und Watt greift wieder normal an. Dann brauche ich wieder den Himmelskuss, glaube ich. Ansonsten ist es ein bisschen kritisch. Sehr gut. Wie viel hält denn der aus, verdammt nochmal? Himmelskuss, unbedingt. Ansonsten wird das langsam aber sicher ein Problem hier. Ah, da bin ich ja schon wieder. Hallo Mario. Ja, 20 KP. Sollte ich mal was anderes versuchen? Nee, wir greifen an. Ich kann mir keine Runde erlauben, in der wir verfehlen oder irgendwie sonst was. Das geht nicht. Okay, das war's. Ja, nee, ist klar. So viele Sternenpunkte. 86. Fantastisch. Gut, aber wir haben jetzt keine Sternenpunkte mehr. Mist, Mist, Mist! Glaub ja nicht, du hättest gewonnen, Mario! Ich schwöre dir, das nächste Mal bist du sowas von dran! Nachdem du den Kerl geschlagen hast, der die Koopa-Brüder geschlagen hat, heißt das, dass du die Koopa-Brüder geschlagen hast? Nein, du hast ihn geschlagen. Er hat sie geschlagen, aber du hast eigentlich keinen Finger krumm gemacht, um... Ah, das ist zu verwirrend. Okay, gut.
Ich glaube, der Unterschied zwischen dem Kerl und den Koopa-Brüdern ist nicht allzu groß. Du darfst passieren. Du wirst es ohnehin nicht schaffen. Die hässliche Fettkröte, ich meine natürlich König Bowser zu besiegen. Ich lasse dir die Ehre zuteil werden, von König Bowser persönlich geschlagen zu werden. Nee. Erstmal würde ich gerne zurückgehen. Der Herzchenblock, der war doch ebenfalls hier, oder? Ja, der war hier. Okay. Ich habe jetzt 0 Sternenenergie. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber wir haben jetzt wieder BP. Das ist immerhin besser als gar nichts. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas tun? Nee. Hier nee. Hier nee. Hier nee. Und hier auch nee. Gut. Lass uns durch. Zack. Aufgemacht. So. König Bowser also. Kommt der jetzt gleich oder wie? Ich vermute mal ja. Ich hoffe, ich darf davon nochmal speichern. Oh ja, darf ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, erst hier fängt der Pilzpalast an, oder? Erst hier. Ja. Stimmt. Das vorhin war Bowsers Festung. Das hier ist der Pilzpalast. Hier unten ist alles wie ausgestorben. Wir werden uns aber jede Tür nochmal mit Mario ansehen. Auf jeden Fall. Der kleine Toad. Wir sind nur kleine drin, bitte nicht öffnen. Oh, Mario? Oh, wie schön. Du bist gekommen, um mich zu retten, stimmt's? Oh, ich hatte solche Angst. Danke, dass du gekommen bist. Wenn du schon mal da bist, möchtest du ein kurzes Nickerchen halten? Wenn jemand kommt, wecke ich sofort auf. Möchtest du... Oh ja, bitte. Oh mein Gott. Sternenenergie. Wieder aufladen. So, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Danke, kleiner Toad. Vielen, vielen Dank. Das war fantastisch. Das merken wir uns. Draußen speichern. Hier schlafen. Das könnte wichtig sein. Oh, die Küche. Mario, hast du Lust auf ein bisschen Zucker oder irgendwie sonst was? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Wow, der Soundeffekt. Ding! Mario, nicht da hängen bleiben, bitte. Da ist keine Tür, aber da oben ist noch eine Tür. So. Hier fand das Quiz statt, ja. Ja, ich weiß, dass ich mich mit Peach schon überall umgesehen habe, aber vielleicht ist ja für Mario auch noch irgendwas da. Das könnte ja sein. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich wäre ein Vollidiot, wenn ich jetzt nicht nochmal nach draußen gehen würde. Glaube ich. Weil, seht euch das an, meine Sternenergie ist voll, KP sind voll, BP sind voll. Deswegen, so, nochmal gespeichert. Und nun können wir eventuell... Bowser in seinen Hintern treten. Wo sind die ganzen Wachen eigentlich? Haben wir alle besiegt? Vielleicht. Hier vielleicht noch irgendwo was? Omega-Ei oder so? Nee, auch nicht. Oh, vielleicht können wir mit Mario den Orden irgendwie da von der Bibliothek runterschlagen oder so. Das wäre doch was. Ah, und hier ist die Kiste, wo Peach uns die Orden reingemacht hat. Fantastisch. Fun-fucking-tastisch. Hier ist das Zimmer von Peach. Vielleicht ist sie ja noch da. Peach? Peach? Hallo, Peach? Geht sie geschlafen? Sagt er was dazu? Ein kuscheliges Bett. Es sieht aus, als wäre es eigentlich dafür gemacht, darin die süßesten Träume zu haben. Draußen irgendwas? Verdammt. Ich dachte, Twink werden wir noch irgendwie finden oder so, aber scheinbar nicht. Kann ich auch als Mario? Ne, den Geheimgang kann ich als Mario nicht finden. Okay. Vielleicht hat Bowser ihn auch dich gemacht. Das könnte auch sein. Oh mein Gott. Ist hier die Bibliothek?
Sind da Gegner? Wenn ja, ich mache sie alle platt. Irgendwo da oben war ein Orden. Irgendwo ganz hinten, glaube ich. Wie ich den bekomme? Ist mir irgendwie noch ein Rätsel. Wie gesagt, ich kann jetzt vielleicht... Nee. Hä? Soll ich denn da hochkommen? Was? Zeigst du mir vielleicht irgendwie... einen geheimen Block oder so? Oder aber... Ich kann einfach hier hoch... Aha, oh, Moment. Ja, mit Peach konnte ich nicht springen, aber mit Mario... Und Lebenspilz. Kann ich denn was wegwerfen? Eigentlich nicht, nee. Lebenspilz lassen wir da. Okay, cool. Dann haben wir dieses Geheimnis auch gelöst. Wie wir an dieses Item gekommen wären. Aber wir brauchen keines. Ich hoffe, wir haben genug Items dabei. Dann haben wir noch diese Tür hier. Okay, niemand da. Steht da noch irgendwo was? Nee, da steht nichts. Okay. Okay, okay, okay. Gut, Leute, ich glaube, wir stehen wirklich kurz vor dem großen Finale. Und deswegen, Bombette, ich würde dich gerne an meiner Seite haben. Und ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit Paper Mario. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!